Hallo und recht herzlich willkommen zurück, ja, zu einer neuen Folge und zwar mal wieder zum ETS2, dem Euro Truck Simulator. Schön, ja, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Lang, lang ist's her, dass wir hier mal im Euro Truck Simulator unterwegs sind und wir sind heute auf der wunderschönen Map Heilbronn unterwegs und zwar fahren wir heute von Schwäbisch Hall nach Wolpertshausen, liefern, wie ihr es auch schon seht, hier einen, ja, sagen wir mal, schicken, ja, kleinen Zug, den wir heute von A nach B befördern. Das Coole an der Karte ist, die haben wir schon vor einiger Zeit mal Let's Played, dass das Ganze hier sehr reell auf jeden Fall ja, nachgebildet ist. Denn jeder Kilometer ist ja auch wirklich ein Kilometer. Und ich würde sagen, wir starten mal direkt hier. Müssen hier auch ein bisschen aufpassen. Ne? Nämlich, hier ist alles sehr eng auf der Map. Und da ist so ein bisschen fahrisches Können auf jeden Fall, was wir ja, benötigen hier, um erstmal hier schon mal wieder rauszukommen. Ne? Natürlich nicht hängen bleiben und so weiter, das ist sehr wichtig. Die Karte findet ihr natürlich wie immer in der Videobeschreibung und könnt ihr euch die auch runterladen. Ist, glaube ich, meiner Meinung nach die aktuellste Version, die wir hier haben. Und wir fahren jetzt mal hier nach Wolpertshausen auf der wunderschönen Map nach dem 1:1 Nachbau ja, in Heilbronn und in der Umgebung. Ne? Ist auf jeden Fall recht schön und recht schick. Wir können uns das Ganze jetzt hier nochmal von außen anschauen. Ihr seht, wir haben natürlich einen richtig große Ladung haben wir hier. Und dann müssen wir hier mal an parkenden Fahrzeugen vorbei und so weiter. Und das ist auf jeden Fall recht schön. Ich dachte mir, wir fahren einfach mal wieder ETS. Der eine oder andere hat es auch schon in den Kommentaren mal wieder geschrieben, weil es mal wieder eine neue Folge gibt. Und ich dachte mir einfach, nehmen wir mal wieder ein bisschen was auf und fahren auf jeden Fall hier mal ein bisschen durch Heilbronn. Ne, wenn euch das Ganze gefällt, wie immer, gerne ein Däumchen da lassen. Auch gerne, ja, wenn ihr weitere Folgen hier von der Heilbronn mal sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Dann werde ich dann, ja, in einer gewissen Zeit mal wieder ein bisschen was aufnehmen. Wir machen mal das Fernlicht aus, weil es natürlich totaler Kapp ist. Und sind hier mit dem Scania 730R, glaube ich, unterwegs. Müssen mal gucken, dass wir hier durch den jeweiligen Kreisverkehr kommen. Hat natürlich alles Colli, wie man es kennt. Wir waren längere Zeit hier nicht mehr unterwegs. Und ich finde, neben den Pro-Mods ist die Karte hier, die Mod-Map Heilbronn, eine der schönsten Maps im ETS2. Auch mit den ganzen Details hier, links und rechts, ne? Die ganzen parkenden Autos und dem Verkehr. Und das Coole ist, hier dauert wirklich ein Kilometer. Und wir fahren heute ein bisschen über Land und verlassen jetzt hier Schwäbisch Hall und begeben uns jetzt hier auf den Weg in Richtung Wolpertshausen. Ist so ein bisschen so eine kleine Überlandfahrt, wo wir dann verschiedene kleine Passagen hier so ein bisschen außerhalb auf jeden Fall erkunden werden. Wenn ihr wollt, können wir auch gerne nochmal in Heilbronn rumfahren, dass wir uns da auch nochmal einen Eindruck drauf machen. Ich dachte mir einfach, sind wir mal heute ein bisschen hier wieder unterwegs und gönnen uns da ein bisschen Fahrgefühl von dieser wunderschönen Map. Natürlich KI-Verkehr mit dabei, in der Regel einfach nur einmal herunterladen, dann einmal entpacken und die dann in euer Mod-Ordner reinpacken. Und dann funktioniert das Ganze auf jeden Fall. So, gucken wir uns das mal an hier. Sehr schön. Ja, dann geht's quasi hier. Ich muss ein bisschen aufpassen hier. Ich war echt schon lange nicht mehr im ETS unterwegs. Das Fahrgefühl ist auch mal wieder gleich ein ganz anderes. Da müssen wir erstmal schauen, dass wir hier so einigermaßen heile ankommen. Ne? Schöne Felder hat man hier. Wir sind jetzt am Vormittag hier unterwegs. Ich habe auch keinerlei andere Mods drauf, nur die Map. Und meinen konfigurierten Scania, den ich hier habe. Den ihr ja schon kennt aus dem einen oder anderen Livestream auf Twitch. Auch da waren wir lange nicht unterwegs. Vielleicht fahren wir da auch mal wieder einen Konvoi oder sowas. Mal sehen. Ich glaube, das letzte Mal war mit dem Werner und mit dem Prodax unterwegs. Beziehungsweise ich... Oder mit dem Red Cat, mit Steve. Mit Helge. Das kann natürlich auch sein. Weil die sind ja häufiger mal in Heilbronn unterwegs, weil der Steve kommt ja da aus der Gegend. Deswegen kennt er sich da auch schon sehr gut aus, ne? Ach, guck mal hier. Blühende Felder. Mehr oder weniger. Ja, und da sind wir jetzt ein paar Kilometer unterwegs. Können uns das gerne auch mal in der Auftragsübersicht anschauen. Wir sehen, wir haben jetzt 19 Minuten Zeit. Und das sind auch wirklich 18 Kilometer. Und es dauert auch wirklich 19 Minuten. Nicht wie im ETS, dass man irgendwie ein paar hundert Meter fährt und dann schon ein, zwei Kilometer hat. Das ist hier auf der Karte
nicht der Fall, ne? Aber es ist wirklich recht schön und es macht wirklich mal wieder Spaß hier, auch hier unterwegs zu sein. Auch mal ein bisschen Luft reinlassen hier. Mal das Fenster mal ein bisschen öffnen. Frischluft ist immer gut. Und dann hoffe ich, dass wir dann irgendwann mal ankommen werden. Wir können uns das Ganze auch wieder ausblenden, weil ich nutze in der Regel immer das Navi hier. Da vorne haben wir die Feuerwehr oder einen Feuerwehreinsatz. Da müssen wir mal kurz ein bisschen aufpassen. Oder einen Verkehrsunfall. Dass wir da mal vorbeifahren. Da kommt ein Kollege entgegen. Ich hoffe, der lässt uns jetzt hier durch. Oh ja, da hat es aber ordentlich gescheppert. Ja, Krankenwagen natürlich auch wieder im Einsatz. Da war wieder einer unvorsichtig. Und wir brauchen auch mit unserem Fahrzeug hier einiges an Zeit, bis wir hier in Fahrt kommen. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Tieflader, den wir hier fahren. Und meine Kenntnisse oder meine Fahrkünste in Außenperspektiven kennt ihr ja mittlerweile schon. Die sind nicht recht gut. Guck mal, da wäre ich direkt überholt hier, weil ich zu langsam bin, ne? Man kennt es, ne? Einfach die Ungeduldigen hier. Passiert aber häufiger mal auf Landstraßen, dass man natürlich dann langsam fahrende Fahrzeuge überholt. Alles in allem finde ich diese Map hier sehr, sehr schick. Ist sehr schön gestaltet. Wir haben natürlich jetzt hier weniger einen Stadtkurs, sondern eher so ein bisschen mehr Landstraße, wo wir unterwegs sind. Da ist der Kollege. Und werden uns jetzt hier mal so Schritt für Schritt so ein bisschen ranpirschen. Ne? Hier sind 60 erlaubt, aber eigentlich 70. Ne? Aber darf ich nur 60 fahren mit dem schweren Geläuf? Ich weiß es nicht. Ich mache mal Tempomat rein. So bei 75. Das sollte auf jeden Fall passen. Guck mal, da wurde auch gerade hier so ein kleiner Deutz transportiert. Da war so ein Agrostar, wenn ich mich recht entsinne. Stand auch, wo wir losgefahren sind, an dem Gelände in Schwäbisch Hall. Und hier ist natürlich viel Landwirtschaft, ne, in der umliegenden Umgebung. Und ich bin mal gespannt, nämlich die größten Herausforderungen hier bei der Map waren immer die Zufahrten zu den... Ach, guck mal, der ist auch eilig. Die Zufahrten zu den einzelnen Abladestationen, ne? Die waren immer wirklich ein Highlight. Und es hat wirklich immer ein bisschen gedauert, bis wir da auf jeden Fall eine Runde weitergekommen sind. Ne? So, kurzer Cut. Oh, Hilfe. Denn der Postbote hat geklingelt und wenn der klingelt, muss er halt aufmachen. Ne? Man kennt es. So, wir müssen gleich rechts. Biegen gleich mal ab hier. Sehr gut. Mit unserem schweren Gefährt. Da kommt keiner. Das heißt, wir können hier direkt wieder langfahren. Überholverbot haben wir ja auch. 70 maximal erlaubt. Mit unserem Tross hier brauchen wir einiges an Zeit, bis wir da wieder in Schwung kommen. Ein bisschen frisch, ne? Wir machen wieder Fenster zu. Sehr gut. Aber es sieht wirklich gut aus, ne? Also, ich weiß gar nicht, welche Map ich als letztes gespielt habe hier oder welche Version davon. Das ist jetzt die aktuellste hier. Und, also wenn ihr Lust auf die Map habt, wie gesagt, in der Videobeschreibung findet ihr die. Und da habt ihr halt richtig schöne Fahrstrecken. Mittlerweile gibt es ja auch den Konvoi-Modus, ne? Da kann man das auch schon fahren. Ich glaube, wir hatten damals, wo wir im Livestream unterwegs waren mit dem Steve, glaube ich, eine angepasste Version der Map. Ist aber auch schon ewig her. Ich glaube, letztes Jahr irgendwann war das. Und die Map hat sich nach wie vor richtig, richtig gut weiterentwickelt. So, machen wir Tempomat mal wieder rein. Und dann können wir hier die weiten Landen sehen. Wenn wir uns das Ganze jetzt hier nochmal auf der Map anschauen, ne, ihr seht schon, die Kilometer sind schon relativ lang. Wir werden gleich auf der A6 quasi dann drauf fahren, also auf die Autobahn. Und werden dann dort rüber nach Wolpertshausen fahren. Sehr schön. Ja, man kann natürlich hier noch weitere Mods mit draufpacken. Fahrzeuge, KI, Verkehr und diverse andere Dinge. Ich habe da erstmal getrost drauf verzichtet.
weil das schon ja, von der Map her soweit sehr okay war. Und das passte auf jeden Fall auch ganz gut. Aber man muss natürlich erstmal ein bisschen gucken hier, dass man da ein bisschen weiterkommt. Und was ich auch schön finde, ist, dass der ETS sich über die Jahre jetzt mittlerweile ja auch schon sehr, sehr krass entwickelt hat. Ne? Es sind viele neue Sachen mit dazugekommen. Da geht es nach Nürnberg. Da dann auf die A6 nach Heilbronn. Wir müssen, glaube ich, Richtung Nürnberg. Das heißt, wir fahren jetzt hier gleich auf. Und ich hoffe, ich komme da überhaupt hoch mit dem Fahrzeug. Oder wir nehmen den Schwung mit, ne? Das wäre natürlich auch recht schön. Ne? Auch die Autobahnkreuze und so weiter. Ich habe mir das nochmal ein bisschen angeguckt. Sind schon sehr reell nachgebaut. Und wenn ihr da irgendwas erkennt, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Wenn ihr auch selber aus Heilbronn kommt oder in der umliegenden Umgebung, dann sagt ihr mal Bescheid, ne? Ja, toll. Guck mal. Hier haben wir direkt einen Unfall. Das heißt, hier haben wir direkt erstmal eine Vollsperrung. Das ist natürlich auch toll. Wie kommen wir denn am besten jetzt hier rum? Können wir hier durchfahren? Jetzt glaube ich komplett gesperrt, ne? Kommen wir gar nicht durch, ne? Das heißt, ich müsste... Wir gucken mal kurz. Kurzen Umweg fahren. Hier runter bei Westerach. Und dann wieder drauf, ne? Das wäre, glaube ich, die einfachste Version. Okay, gut. Da fahren wir erstmal Richtung Mannheim-Heilbronn. Und dann gucken wir mal weiter. Klar, ich hätte jetzt auch hier vorbeifahren können, aber ist ja gesperrt, ne? Das macht man ja natürlich nicht. Und da steht das Fahrzeug. Oh, wahrscheinlich unter Vollbrand, ne? Na, fahren wir mal kurz einen kleinen Umweg. Und werden dann quasi die nächste Abfahrt wieder runterfahren, wie es auch in der Realität ist. Und werden dann das Ganze dann soweit, ja, ready machen. Wirkt auf jeden Fall recht cool. Und ich würde sagen, wir machen mal kurz eine kleine Timelapse, damit ihr das mal kurz sehen könnt, wie man jetzt hier rein, auf, runter und so weiterfährt. Wolpertshausen, 1000 Meter. Das heißt, wir sind gleich angekommen an unserem Ziel. Ich hoffe, der kleine Timelapse hat euch gefallen und konnte euch so einen kleinen Eindruck bringen. Wir müssen ja einmal Richtung Mannheim-Heilbronn und dann wieder hoch wegen dem Unfall. Und guck mal,
die Orte hier sehen auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Es sieht sehr idyllisch aus und ja, insgesamt habe ich jetzt hier knapp 28 Minuten auf der Uhr. Natürlich wird es für euch ein bisschen kurzweiliger wegen der Timelapse. Aber nichtsdestotrotz sind es schon einiges an Strecken und an Kilometern, die wir fahren. Hier ist wie gesagt ein Kilometer, ein Kilometer. Und ja, wir brauchen halt Real-Life-Zeit genauso lange wie In-Game. Ne? Finde ich zum Beispiel sehr schön. Ist aber natürlich für den ETS, also sprich den ETS 2 in seiner Hauptversion, immer mal wieder ein bisschen was anderes, weil das da ein bisschen anders gehandhabt wird. Aber nichtsdestotrotz, es macht auf jeden Fall immer noch Spaß und wenn ihr weitere Folgen sehen wollt, ja, schreibt es einfach in die Kommentare rein, da werde ich nochmal ein bisschen was aufnehmen zu Heilbronn und werde dann nochmal ja, die eine oder andere Fahrt vielleicht auch mal durch die Stadt oder durch so ein paar kleine Örtchen vielleicht nochmal machen, dass wir uns das Ganze dann auch nochmal ein wenig anschauen können. So, wir müssen hier links, hier ist alles sehr, sehr eng. Verkehr kommt nichts. Das heißt, wir können hier nach Wolpertshofen heißt es. Okay, Wolpertshofen heißt es. Ja, ich habe es anders genannt. Ist aber, glaube ich, nicht schlimm. Denn ihr wisst ja wahrscheinlich, wo das Ganze dann hinging. Hier haben wir, glaube ich, so ein kleines Industriegebiet, so wie das aussieht. Hier auf der rechten Seite. Ja, kleines Industriegebiet mit kleinen Vororten. Ist halt auch immer recht schick und auch recht schön. Und, ach, der erste Aufenthalt. Gut, ich habe den ETS natürlich neu installiert, deswegen mit einer frischen Version. Deswegen wird es halt so angezeigt, wie es angezeigt wird. Genau, da ist es auch schon ausgeschildert. Ab ins Industriegebiet. Da müssen wir ein bisschen weiter ausholen hier, damit wir mit unserem Hubel hier auch rumkommen. Und dann gleich da vorne rechts hinter der Tankstelle rein. Ne? Sehr gut. Geil finde ich auch, oder gut finde ich auch, dass die Fahrzeuge hier, also LKWs hier am Fahrrad parken und ihr werdet gleich sehen, wenn wir dann in Richtung unseres Ziels kommen. Es kann schon mal sehr frustrierend sein, gerade dann, wenn man jetzt hier an den Engpassagen vorbei muss, da muss man sich mal ein bisschen konzentrieren, wobei ich glaube immer, wenn man denkt, es ist so knapp, hat man noch einen Meter. Das passt ganz gut, ne? Ja. Sehr schön. Ja, auch schöne Industriegebiete wurden hier angelegt. Und da sind wir dann gleich bei unserem Ziel. Müssen wir gerade kurz gucken. Ich glaube, wir müssen da hinten hoch, ne? Otep? Nee, wir müssen hier vorne hin. Dann gleich mal den Zielpunkt finden. Ich glaube, der war hier vorne rechts rein, an dem LKW vorbei. Und dann gehen wir mal weiter. Da müssen wir auch ein bisschen ausholen. Und ihr seht schon, ne, das ist recht eng hier alles. Da muss man schon mal ein bisschen so ein bisschen aufpassen. Ne? Passt das? Jo, das läuft. Sehr gut. Und da vorne müssen wir, glaube ich, hin, wo die Markierung ist. Und manchmal kommt man da wirklich sehr, sehr schwer rein. So, wir haben eine Arbeitsagentur entdeckt, was auch recht schön ist. Das freut mich jetzt umso mehr. Hier? Nee, ich glaube, da vorne, ne? Ja, da vorne müssen wir hin. Jetzt mal auf den Lieferschein gucken. Wir gucken mal hier. Ach, keine Kurznachrichten. Wo war das nochmal? F6, ne? Nach Vilnet. Ah, Vilnet ist hier. Okay, gut. Da können wir es wieder ausblenden. Machen wir mal hier das Ganze an. Das Fenster runter. Und jetzt müssen wir erstmal hier rumkurbeln. So, was geht noch? Mahlzeit, Grüße. Hier stehen auch hier so ein paar KI-Leute rum. Oder NPCs, wie man so schön nennt. Anlieferung zustimmen. Ich würde sagen, wir parken das Ganze mal, ne? Kann sein, dass gleich die nächste Timelapse kommt. Man weiß es nicht. Mal kurz gucken, ob es hinten passt. Oder es müsste passen. Wo muss der ganze Spaß hin? Der muss hier vorne hin. Kriegen wir, glaube ich, hin, ne? Hoffe ich zumindest. So. Ach, hier vorne, das geht ja noch. Da können wir noch so einigermaßen ausholen. Und dann passt das. Wir kriegen natürlich immer Bonuspunkte, wenn wir das richtig machen. Ich mache es meistens nicht richtig, deswegen kriegen wir da auch in der Regel
wenig Bonus, ne? Ich fahre mal bis hier vorne zur. Ach guck mal, das geht, ist doch schon fast drin hier. So, guck mal raus. So, bremsen. Der linke mal ein. In der Hoffnung, dass das was wird, ne? Das sieht schon mal ganz gut aus. Bisschen gerade. Jetzt mal kurz out of Markierung. So, hier nochmal ein bisschen rüber. Dann sollte es gleich klappen, ne? So ein bisschen nochmal einlenken. Die Markierung verschwindet leicht immer, ne? So, mal schön langsam fahren. Hattet ihr mir mal irgendwann gesagt. Sehr schön. So, da haben wir das Ganze abgeliefert. Wir gucken uns das mal kurz von außen an. Ja, sieht doch tipptopp aus, oder? Haben wir gut rangefahren. Dann würde ich sagen, satteln wir mal ab. Und ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Alles super geklappt. Wir haben ja ein paar Sachen freigeschaltet. Ich bedanke mich auf jeden Fall wie immer recht herzlich fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen da lassen. Schreibt doch gerne einen Kommentar. Und wenn ihr weitere Folgen hier von dem, schönen ETS 2 nochmal sehen wollt, ne? Dann schreibt es in die Kommentare rein. Da werde ich dann in den nächsten Wochen nochmal ein bisschen aufnehmen. Ich bedanke mich, wünsche euch allen noch einen schönen Tag und sage mal bis dahin. Tschö, tschö, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.